So, hallo zusammen. Ich darf euch ankündigen, die Regina Glas. Regina Glas ist unsere Drachenflugexpertin beim DHV und leidenschaftliche Drachenfliegerin. Und wir versuchen euch heute Nachmittag dazu zu bringen, dass ihr auch Drachenfliegen anfangt. Ich hoffe, das schaffen wir. Und wir haben begonnen mit dem kleinen Film vom Monte Cuco von der letzten Europameisterschaft letztes Jahr. Und wir haben auch eine kleine PowerPoint, um ein bisschen zu erläutern, wie ist das Umstieg auf Drachen. Aber das Größte ist, glaube ich, die Faszination am Drachenfliegen. Und man verfolgt es ja, es sind nicht mehr so viele Drachenflieger am Berg wie früher es sind, aber das Drachenfliegen hat nach wie vor seinen unglaublichen Reiz. Regina, kannst loslegen. Hallo zusammen, ich freue mich, dass doch noch sehr viele hier sitzen. Ich habe heute am Drachen vorne schon etliche Piloten, Gleitschirmpiloten bei mir da gehabt, die mich ausgiebig ausgefragt haben über das Drachenfliegen. Die haben den Drachen angefasst und festgestellt, das ist ja gar nicht altmodisch, das schaut ja wirklich geil aus. Und ihr habt jetzt auch die Aufnahmen von Monte Cuco gesehen. Wenn man es kann, da macht es Spaß und dann schaut es auch wirklich sicher aus. Und ihr kennt natürlich oftmals auch Landungen auf dem Bauch oder so. Aber wie gesagt, es ist alles einfacher geworden und wenn man gut übt, dann schaut alles easy aus. Normalerweise steigen die Drachenflieger gerne mal auf Gleitschirm um. Aber hier reden wir jetzt genau andersrum. Wir steigen nämlich jetzt vom Gleitschirm auf Drachen um. Oder auch für die, die noch gar nichts fliegen, einfach mal einen kurzen Bericht, was fasziniert am Drachenfliegen. Ich für mich kann sagen, es ist die vogelähnlichste Art zu fliegen. Die Flügel über dir, die fühlen sich an, als wären sie angewachsen. Und es ist einfach beim Gleitschirmfliegen alles besser, weil es ein Rucksack, es ist leicht und sonstiges. Aber Fliegen ist beim Drachenfliegen am genialsten. Und hier muss ich mal kurz eingrätschen. Die Regina, wir haben lange darüber diskutiert, wieso geht es mit Drachenfliegen nicht mehr so richtig aufwärts und viele hören auf, irgendwann wieder, sind ein bisschen älter geworden. Aber ein Ding ist doch, Regina, und sie macht es ja mit Leidenschaft, gell? Drachenfliegen ist nichts für Weicheier. Das ist so. Zum Drachenfliegen gehört eine Portion Entschlossenheit. Ich will das machen. Ich kann niemanden überreden und in den dahin pressen, sondern das muss man wollen. Und es ist einfach so, das Ganze ist ein bisschen aufwendiger vielleicht, aber es macht unglaublich Spaß. Und wer einmal da drin gehangen hat, in dieser liegenden Position wie ein Vogel, der kommt davon eigentlich nicht mehr los. Ja. Oder Björn, du hast es ja auch ausprobiert, du hast vom Gleitschirm den Umstieg gewagt zum Drachen. Was ist für dich die Faszination? Also erstmal mein ganzes Gleitschirmumfeld hat gesagt, hey, spinnst du, dass du Drachenfliegen anfängst? Was ist das denn? Dinosaurierfliegen. Und mich hat es aber total fasziniert und begeistert und ich habe das nie bereut, dass ich auch das Drachenfliegen gelernt habe. Weil das Drachenfliegen ist, was die Regina gerade gesagt hat, es ist, als ob du einen angewachsenen Flügel hast. Der ist fix und fertig. Und ich finde, der größte Unterschied, Regina, ist, die Gleitschirmflieger, die probieren einfach erstmal. Ne? Man zieht den Schirm auf und dann läuft man so ein bisschen rum und dann klappt der Start nicht, dann kugelt man vielleicht irgendwie im Startplatz runter. Aber beim Drachen ist das so, wenn du einmal den Entschluss gefasst hast, und ich finde, das ist auch ein bisschen Lebensphilosophie, wenn du den Entschluss gefasst hast zu starten, dann musst du das auch durchziehen. Genau, also ein Probieren gibt es nicht mehr am Start. Wenn ich aufhebe und den ersten Schritt mache, muss alles passen. Aber eigentlich ist ein Drachenstart ja nicht so schwer. Fliegen ist sowieso viel einfacher, als sich die meisten vorstellen. Es gibt ein Links, ein Rechts, ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller. Und du hast eine stabile Fläche, die nicht zusammenklappt. Also Fliegen ist extrem entspannt und ich kann es sagen, weil ich auch schon Gleitschirm geflogen bin und auch immer noch tue, ich mache mir keine Gedanken über meinen Flügel über mir. Der ist fest, der bleibt so. Wenn ich alles auslasse, fliegt der Drachen auch, der stürzt nicht ab. Und also er kann schon mal nicht einklappen, wie beim Gleitschirmfliegen, das ist schon mal ein riesiges Ding. Aber fangen wir bei dem Start an, Regina. Viele fragen mich immer, ich fliege auch noch ein bisschen Drachen, so eine Rampe runterstürzen könnte ich niemals machen. Also Bassano-Rampe kennt er zum Beispiel. Ist das ein Problem? Ich kann es jetzt auch beantworten, aber sagst du.
Es ist einfach so, ich bin absolut nicht schwindelfrei, wenn ich auf einer Rampe stehe, wie am Laber zum Beispiel oder irgendwo anders, wo es daneben 50 Meter runter geht, dann kann ich mich dort nicht an die Kante stellen. Wenn ich den Drachen über mir habe, ist es überhaupt kein Problem mehr, weil ich weiß, nach dem ersten Schritt fliegt der. Und der hebt mich weg und ich stürze da nicht runter. Und wer das einmal ausprobiert hat, der weiß, dass es so ist. Und kein Drachenflieger, der in Fasano auf der Rampe steht, macht sich darüber irgendeinen Gedanken. Ja, das kann ich euch auch sagen, das ist überhaupt kein Thema. Drachen aufnehmen, loslaufen und der Flügel trägt er sofort und dann raus über die Rampe. Und dann beim Fliegen, das Fluggefühl ist ein anderes, hast du gesagt. Und das ist ja auch mal wieder Diskussion zwischen dem Gleitschirm und Drachen. Verträgt sich das, wenn die zwei zusammen fliegen? Klar, beim Drachen hast du konstruktiv, hängst du unter der Fläche. Und unter der Fläche hast du natürlich nicht so den Blick nach oben, aber dafür hast du andere Vorteile. Einmal habe ich natürlich einen wahnsinnigen Blick nach unten, nach links und rechts. Und ich habe viel mehr Geschwindigkeit. Das ist vielleicht auch das, was manche meinen, dass es ein Problem ist. Wenn man zwei gute Piloten vergleicht, einen Gleitschirm- und Drachenpiloten, beide gleiches Level, werden die zwei kein Problem haben, in der gleichen Thermik zu kreisen. Wir kreisen halt mehr, also so hin und her fliegen, Achterfliegen macht man maximal beim Soaren. In der Thermik bleibt man im Kreis und schaut meistens in eine Richtung. Und deswegen muss ein Gleitschirmflieger natürlich schon wissen, dass wir ein bisschen wenig nach oben sehen. Also er muss früh genug wegfliegen. Aber letztendlich gibt es eigentlich kein Problem, miteinander im Himmel zu fliegen, also in der Thermik zu fliegen oder am Hang. Und es ist einfach ein bisschen Rücksichtnahme, würde ich sagen. Jeder muss halt auf den anderen achten. Tut man sowieso. Ein ganz wichtiges Ding, wo da echt ein Riesenunterschied ist, und da möchte ich euch motivieren, auch mal das Drachenfliegen einfach mal auszuprobieren, einen Übungshang zu gehen. Bevor wir auf die einzelnen Ausbildungsschritte gehen, machen wir ganz kurz, wird nicht langweilig. Aber ich finde für mich, was ich erlebt habe, das Erste ist einfach diese Dynamik, die du mit dem Drachenflug hast, die ist mit dem Gleitschirm nicht zu vergleichen. Wenn du am Steuerbügel ziehst und du saust dann mit 80, 90, 100 km/h nach unten und ziehst den Flügel hoch und machst ein paar Wing-Overs, das ist einfach unbeschreiblich, dieser Speed. Genau, also ich bin ein kleiner Speed-Junkie und ich glaube, die meisten Drachenflieger lieben das eben besonders, weil wenn der Wind auffrischt, ich habe ein Mittel, ich ziehe den Bügel und es geht vorwärts. Ich kann mit dem Drachen, die hier stehen, der Athos oder auch der Combat da hinten, über 100 fliegen, locker, macht überhaupt keine Mühe. Und ich habe einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, wenn der Wind auffrischt. Und auch die Dynamik ist besonders, muss ich echt sagen. Also die macht schon Spaß. Das ist einfach der Unterschied zum Gleitschirmfliegen. Da ist die Dynamik jetzt ein bisschen anders. Regina, jetzt haben wir die alle überzeugt im Publikum. Ihr fangt jetzt alles Drachenfliegen an. Das wäre sehr, sehr cool. Vielleicht sitzen auch ein paar Drachenflieger schon da, die das wieder machen wollen. Wie ist der Schritt vom Gleitschirm, also wenn ich jetzt Gleitschirmpilot bin, zum Drachenfliegen? Ich habe es an die Wand geworfen. Die Grundausbildung, ja. Man muss erstmal eine Grundausbildung machen. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Das Fliegen, gerade das Landen, ist anspruchsvoller mit dem Drachen. Wie läuft das ab in der Grundausbildung? Also Grundausbildung dauert so circa 3 bis 5 Tage, je nach, natürlich das Wetter ist immer das Wichtigste, aber je nach Sportlichkeit vielleicht. Man lernt die ersten Laufübungen, wann der Drachen vielleicht fliegen möchte. Und dann geht man schon gleich ein paar Meter auf den Hang rauf, einen flachen Hang, und man hebt so einen halben Meter ab, also so, dass nichts passieren kann. Man hat Räder an Trapez, das heißt, wenn du am Boden aufkommst, dann rollst du dahin, es passiert nichts, außer dass man vielleicht ein paar Schmutzflecken in der Jacke hat oder in der Hose. Und da lernt man halt am Übungshang schön langsam das Starten, das Fliegen und das Landen. Und es geht schrittweise und eben zwischen 3 und 5 Tagen mit einer modernen Ausrüstung. Und dann hat man schon mal das Fluggefühl. Und ich kann nur sagen, das erste Mal, wenn die Aufhängung hinten an dir zieht und dich die Füße ein bisschen wegzieht, das ist so ein geniales Gefühl, das lässt dich nicht mehr los. Ich habe das vom ersten Tag an, habe mir gedacht, da muss ich weitermachen, das ist genial.
Und wir haben hier jetzt die Ausbildung vom Fußgänger zum Drachenpiloten. Die ist ein bisschen aufwendiger, weil man eben die komplette Grundausbildung braucht und 30 Höhenflüge. Wir können jetzt mal kurz weiterschalten zur Höhennachflugausbildung. Also wie gesagt, 30 Höhenflüge über 300 Meter. Und beim Umstieg vom Gleitschirm zum Drachenfliegen, da können wir nochmal weiter tun, weil die meisten werden hier wahrscheinlich Gleitschirmflieger sein, sind es nur noch die Grundausbildung, die ihr machen müsst, und dann 15 Höhenflüge. Eine Prüfung ist nicht mehr erforderlich. Es besteht die Möglichkeit, auch das an der Winde zu machen, im Doppelsitzer oder hinterm UL. Die Ausbildung macht zum Beispiel der Martin Ackermann von Fly Magic in Berlin. Hier besteht auch die Möglichkeit, direkt zum Starflügler umzusteigen. Also man muss auch nicht unbedingt mit dem Flexiblen weitermachen, wenn man gleich so ein Gerät fliegen möchte, wie bei uns jetzt da vorne steht. Da fragen nämlich auch sehr viele Piloten bei mir nach. Der Martin Ackermann von Berlin oder von Altes Lager ist der einzigste in Deutschland, der die direkte Ausbildung vom Gleitschirm zum Starflügler macht. Aber das Problem ist dann, du kannst nie mehr wieder einen Flexiblen fliegen, weil du wirst ihn übersteuern. Deswegen rate ich eigentlich trotzdem, erst den Flexiblen zu machen. Damit kann man nämlich beide Geräte fliegen. Es gibt schöne, moderne, neue Einfachsegler, Schulungsgeräte, Fun-Drachen, muss ich dazu sagen. Also das sind nicht nur Schulungsgeräte, sondern Drachen, mit denen man wirklich wahnsinnig viel Spaß hat, wo das Landen fast so einfach ist wie mit dem Gleitschirm. Das kann ich wirklich so sagen. Da hat sich einiges getan in den letzten 10 Jahren. Unser Sport ist modern geworden und jeder, der sowas mal ausprobiert hat, wird es bestätigen. Es gibt sehr viele Wettbewerbspiloten, die zum Beispiel Atos fliegen und so einen Fun-Glider haben, weil der in 5 Minuten aufgebaut ist, unglaublich leicht zum Starten ist. Thermikfliegen ist so easy, man kann sich es nicht vorstellen. Und selbst das Landen, was ja viele hier kennen, dass die Leute auf dem Bauch landen, auf der Nase landen. Das Landen ist so einfach mit diesen Drachen, dass ich sage, es geht Richtung Gleitschirmfliegen. Also ich habe ja so ein bisschen das Drachenfliegen versäumt in den letzten Jahren und die Regina hat mir immer gepackt und gesagt, du musst jetzt mit weg aus dem Büro, du musst mal zum Drachenfliegen wiederkommen. Und dann bin ich tatsächlich letztes Jahr in Bayerisch Zell vom Westhang gestartet und ich muss sagen, das habe ich überhaupt nicht verlernt. Ich bin einfach losgelaufen, ich bin geflogen, konnte in der Thermik fliegen und unten auch wieder stehend landen. Das ist echt nicht so ein Problem oder so schwierig, wie es aussieht. Und du hast das Stichwort gegeben, die Ausrüstung hat sich ja auch geändert in den letzten 20 Jahren. Es ist nicht so, dass eine Ausbildung mit dem alten Mars oder mit irgendeinem Bergfalken gemacht wird, sondern mit modernen Geräten, die nach was aussehen und die auch super modern starten und landen. Genau. Björn, der ist 10 Jahre nicht mehr Drachen geflogen und vorher auch nicht viel. Oder 8 Jahre. Und ich habe ihm den Einfachsegler gegeben, den ganz modernen. Und er hat gemeint, ich stelle mich jetzt dahin, was soll ich tun? Ein bisschen nervös war er schon. Und dann ist er mit 3 Schritten rausgelaufen, hat aufgedreht. Unten habe ich mir dann gedacht, bin gespannt, wie er landet. Aber außer, dass er nicht ganz den Punkt getroffen hat, ist er tipptopp ganz easy auf den Beinen gestanden. Also ich war beeindruckt und das war die Bestätigung, es ist echt einfach. Und ich bin auch überzeugt davon, wenn man jetzt Gleitschirmpilot ist und jetzt umsteigen möchte, das ist echt kein so großer Deal. Die Frage ist, wir haben jetzt auch das an die Wand geworfen, wie lerne ich das? Ja, es gibt nicht mehr so viele Drachenpiloten. Die Regina hat sich immer wieder reingehängt und auch aktualisiert, wo kann man das Drachenfliegen lernen? Es gibt aber noch ein bisschen mehr als eine Handvoll Flugschulen, die das dann auch machen. Das größte Problem, glaube ich, und das habe ich heute auch wieder festgestellt, sehr viele Leute kommen, möchten es lernen, aber wir haben halt wenige Flugschulen, die noch regelmäßig ausbilden. Wir haben genau 12 Flugschulen in Deutschland, die ein paar Termine im Jahr anbieten. Natürlich hat der ein oder andere weiter zu fahren. Und das ist wahrscheinlich das Problem, dass viele sagen, okay, ich habe in 20 Kilometer Umkreis 1, 2 Gleitschirmflugschulen, dann fliege ich halt Gleitschirm. Es kommen einige und sagen, ich wäre eigentlich lieber immer Drachen geflogen, aber es war halt so weit weg.
Ich oder wir, der DHV, wir können natürlich nicht keinen zwingen, eine Drachenflugschule aufzumachen. Aber die Drachenflugschulen, die es bei uns noch machen, die bilden jetzt meist mit modernen Geräten aus. Ich kann euch gerne da vorne beraten. Ihr könnt mich auch jederzeit erreichen unter meiner E-Mail-Adresse, unter der Telefonnummer vom DHV. Und ich freue mich über jeden einzelnen Anruf, wenn ich jemanden beraten kann. Ich versuche alles zu beantworten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Fast schon das Schlusswort, Regina. Jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen eingrätschen. Die arme Regina, die muss echt immer ein bisschen was aushalten im DHV und auf der Geschäftsstelle. Und auch sonst so, es werden immer weniger Drachenflieger und immer die Extrawürste für die Drachenflieger. Und ich muss sagen, Hut ab, sie hat das erkämpft. Sie ist eine leidenschaftliche Drachenfliegerin und so habt ihr jetzt auch auf der Bühne erlebt. Wir hoffen, dass wir das Drachenfliegen erhalten können und dass wir das ausbauen können und dass wieder mehr Leute sich das trauen und auszubilden. Und es ist, glaube ich, ein Stückchen Mut, was dazu gehört, Drachenfliegen zu lernen. Aber Drachenfliegen ist wirklich großartig. Kann man nur hoffen, dass wir heute jetzt ein paar überzeugt haben. Ich hoffe auch. Und ich, wie gesagt, ich stehe wieder hier am Drachen. Habt ihr irgendwelche Fragen, dann kommt zu mir. Ich beantworte euch hoffentlich alles, was ihr wissen wollt. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und ja, ich wünsche euch allzeit Happy Landings mit allem, was ihr fliegt und genau. Applaus für die Regina. Einen schönen Tag.